It's your boy Skinny P. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier auf dem Dummabla-Kanal. Heute gucken wir uns mal das Update an, das am 10.04. rauskam. Zuallererst wurde einiges an den Waffen verändert. Die SG-553 wurde etwas unakkurater gemacht und langsamer im Schießen an sich. Sie wurde also genervt und das wurde gemacht, um sie so ein bisschen weiter runter an die normalen oder anderen Waffen zu bringen, so schreiben sie zumindest selbst. Die AUG wurde verbessert. Denn wenn man mit ihr steht und einfach nur aus der Hüfte schießt, ohne einzuzoomen, ist sie etwas akkurater als davor. Beim Einscopen wurde ein ganz klein wenig an der Genauigkeit runtergeschraubt. Die M4A1S ist günstiger geworden und kostet jetzt nur noch $2.900. Und die Deagle, und das ist glaube ich so das Größte, worüber alle sprechen, ist beim Springen erstens genauer geworden. Das heißt, wenn du springst und schießt, triffst du nicht dich selbst in den Kopf, sondern könntest wirklich jemand anderen treffen, ungefähr da, wo du hinaimst. Und wenn du aufkommst, gelangst du schneller wieder in die Genauigkeit hinein. Also man kennt das ja, wenn man aufkommt, ist man kurz so und kann nicht richtig aimen. Und dieser Zeitraum zwischen dem und dem richtig aimen ist deutlich kürzer geworden. Des Weiteren ist die Tech-9 wieder etwas genauer geworden beim Reinballern. Man kann also wieder mit der Tech-9 spielen. Und die Bison hat Armor Penetration. Also man kann jetzt eben auch durch den Körperschild durchbollern. Oder mehr durchbollern, als es davor der Fall war. Vielleicht wird die Waffe jetzt öfter gespielt. Ich kann mir es zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Dann gibt es noch ein paar Updates, die bei Verschiedenes einsortiert werden. Und zwar unter anderem, dass Texturen jetzt besser komprimiert werden, um schnelleres Laden zu begünstigen. Es gibt eine neue Launch-Option, bei denen sie aber sehr speziell werden und sagen, dass es nur für alte Intel-Hardware nötig oder möglich ist, das zu nutzen. Und alle anderen sollten es weglassen. Also benutzt diesen Befehl nicht, wenn ihr einen guten und vor allem nicht alten Intel-Rechner habt. Ja? Ja, Guardian wurde rausgenommen und dann noch irgendwas mit den Voices beim Warm-Up von den Bots. Jetzt kommen wir noch zu den Map-Updates. Und zwar wurde Anubis jetzt in den Competitive-Modus mit einbezogen. Ich habe natürlich direkt eine Runde drauf gezockt. Do you know some Imba Tactics? Yeah, let's go B-Boys. what do you wanna do? Stack B. Oh, okay. Ich habe noch nicht mal gekauft, ne? Havasse. Very good shot, Green. Thank you. Ich war sehr verwundert, dass sie die Map einfach schon mit reingenommen haben, weil sonst dauert es ja immer ewig. Ich habe gerade die letzten Kommentare beantwortet und da waren auch einige, die gesagt haben, mal schauen, wie lange es dauert und wie lange sie dann auch drin bleiben dürfen. Ja? Das ging jetzt extrem schnell. Ich glaube, so schnell war es noch nie, dass eine Map, die neu dazu kam, ins Matchmaking kommt, so schnell, praktisch direkt. Sie haben noch was an den Reflexionen des Wassers gemacht und an der Performance halt gearbeitet, man kennt es ja. Inferno wurde auch verändert und da weiß ich nicht ganz, was der Gedanke dahinter war. Ich finde das ein bisschen arg krass, man kann jetzt ziemlich viel bangen. Oben bei Balcony, A-Side, Inferno, ne? Da wo die Tür ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Wunsch geschehen ist. Also, dass sich Leute gesagt haben, ey, wir wollen übrigens dadurch bangen können. Hart. Aber man kann es jetzt. Office wurde auch verändert, eine Map, die man jetzt nicht allzu oft im Matchmaking sieht. Also zumindest bei uns nicht. Schnee wurde angepasst, das ganze Office ist ein bisschen aufgeräumter und man kann endlich wieder, so wie bei Source, Flaschen aus den Automaten rausziehen. Damals musste man auf E drücken vor den Automaten, jetzt reicht es drauf zu schießen. Auf Overpass wurde auch ein bisschen rumgefuchtelt, die A-Side ist ein bisschen verändert bei Backdrop und diese Mülleimer, diese großen, sind jetzt besser bespringbar und man hat nicht mehr diese komischen Clipping-Kollisionsfehler. Auf Chlorine haben sie auch nochmal ordentlich rumgedümpelt, möglicherweise kommt die Map jetzt auch bald in den Matchmaking-Pool rein. Hier natürlich auch wieder Lightning und Shader bearbeitet, des Weiteren wurden noch irgendwelche Pfützen entfernt, weil man dadurch die Smoke irgendwie gucken konnte und Feinde sehen konnte in der Spiegelung oder wie auch immer. Und neben weiteren Änderungen, wie zum Beispiel Clipping-Fehler, die behoben wurden, gibt es jetzt ein Default-City-Player-Model und zwar ist das der FBI-Boy. Und zu guter Letzt kommt noch Mirage, meine absolute Lieblingsmap. Da haben sie auch noch Clipping-Fehler behoben. Und auf B-Side kann man jetzt nicht mehr unter dem Auto durchschauen. Schade. Am Ende stellt sich mir, wie auch vielen anderen, die Frage, ob diese Updates oder dieses Update, das jetzt auch ziemlich zeitgleich oder zeitnah zu dem Valorant Closed Beta Release released wurde, etwas damit zu tun hat. Also, dass man sich vielleicht direkt sagt, oh, wir versuchen sofort, Dinge, die möglicherweise auch schon länger angefragt waren, durchzusetzen und zu verbessern. Oder ist es einfach nur so oder so für diese Zeit geplant gewesen, ob jetzt Valorant da ist oder auch nicht. Ich habe euch den Link zu den Release Notes wie immer in die Beschreibung gepackt. Das Video hat euch hoffentlich gefallen und war interessant, lehrreich, Schokolade. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die Likes und die Kommentare. Macht's gut und bis morgen zum nächsten Video. Ciao, ciao.